ja wie Achterbahn. Achterbahn. Das trifft auch auf das Leben von Eva Herrmann zu. Viermal verheiratet, ein Sohn, eine rasante Karriere. Herrmann ist fast 20 Jahre lang das Aushängeschild der ARD-Tagesschau und moderiert auch Quiz- und Talkshows. Und führt somit genau das Leben, wo Frauen, gemäß Herrmann, nichts zu suchen haben, nämlich außer Haus. In ihrem Buch Das Eva-Prinzip schreibt sie, dass Berufstätigkeit Frauen unglücklich mache und die Kinder gleich mit. Je mehr wir Augenmerk auf unsere eigene Karriereentwicklung, Selbstverwirklichung legen und unsere Kinder rechts und links dabei wegorganisieren und vergessen, desto zielgenauer laufen wir in die falsche Richtung. Im Zusammenhang mit ihrem nächsten Buch, Das Prinzip der Arche Noah, äußert sich Eva Herrmann positiv zu den Werten der Familie während der Nazizeit. Das löst einen Skandal aus. Diese und ähnliche Äußerungen kosten Eva Herrmann ihren Job beim Norddeutschen Rundfunk. Nun hat sie wieder ein Buch geschrieben, Das Überlebensprinzip. Darin geht es vor allem um Gott und um das Ideal der Familie. Die mehrfach geschiedene Herrmann sagt, die klassischen Geschlechterrollen von Mann und Frau seien Gott gewollt. Schön sind Sie heute Abend mein Gast. Herzlich willkommen, Eva Herrmann. Guten Abend. Ihr neues Buch, wir haben es am Ende vom Beitrag gerade gehört, Ihr neues Buch heißt Das Überlebensprinzip, warum wir die Schöpfung nicht täuschen können. Darin sagen Sie, dass die Rollenteilung auch Gott gewollt ist. Wie kommen Sie, Frau Herrmann, zu dieser Überzeugung? Ich möchte als erstes Frau Pfammerter einen Fehler, der in diesem Einspielfilm gerade vorgekommen ist, korrigieren. Ich habe mich niemals lobend über die Familienpolitik des Dritten Reiches geäußert. Es gibt inzwischen eindeutige Gerichtsurteile, die mich von diesem Vorwurf freigesprochen haben. Die sind auf meiner Homepage zu sehen. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, dass der Fehler in diesem Einspieler enthalten ist. Aber die Werte von damals, also nicht die Nazizeit, die Werte von damals? Nein. Auch nicht. Ich habe über Werte gesprochen, die die Menschheit seit tausenden Jahren zusammenhalten. Und es ist mir das Wort im Munde umgedreht worden, die Aussage ist gefälscht worden. Ich bin eine Gegnerin der Nazis, ich habe mich immer engagiert gegen Nazis, ich verachte und verabscheue sie und ich möchte das gerne an dieser Stelle nochmal klarstellen. Ja, es war auch nicht das Ziel dieses Gesprächs, das jetzt irgendwie nochmal zum Thema zu machen, aber Sie konnten das jetzt sagen. So macht man es zum Thema. Okay, ich komme zurück auf die Frage. Sie sagen, dass die klassische Rollenteilung Mann, Frau auch Gott gegeben sei. Wie kommen Sie zu dieser Überzeugung, Frau Herrmann? Ja, Gott hat nun mal, oder die Schöpfung, oder wie man es immer will, die Natur hat Mann und Frau geschaffen und bekanntermaßen sind die schon unterschiedlich. Also den Männern ist es schwerer möglich, darüber nachzudenken, ob sie Kinder kriegen können. Das können wir Frauen nur. Und wenn wir darüber sprechen, dass Frauen und Männer gleich sind, dann ist es nicht richtig, sie sind gleichwertig. In der Ergänzung, aber sicher nicht gleich. Aber ist es nicht auch ein bisschen zu einfach, das einfach auf Gott abzuschieben? Das Leben funktioniert ja ein bisschen komplizierter. Wer hat Sie geschaffen, aus Ihrer Sicht? Wer hat uns Menschen erschaffen? Ja, aber trotzdem, also Sie sagen, Gott hat das so gewollt, das sagen Sie. Und deshalb gehört die Frau, wenn ich das so sagen kann, ins Haus zu den Kindern und der Mann, der gehört in die weite Welt und geht Geld verdienen jetzt für die Familie. Jetzt muss ich Sie fragen, haben Sie jemals meine Bücher gelesen? Weil Sie werden habe ich, aber hier stelle auch ich die Fragen, Eva. Ja, geben Sie mir doch Antwort darauf. Ja, ich antworte damit. Ich habe in keiner Zeile geschrieben, dass Frauen zu Hause sein müssen. Sondern ich sage an jeder Stelle, jede Frau soll ihren Beruf lernen, soll studieren, wenn sie das will. Ich habe auch immer gearbeitet. Ich sage aber dann, oder um mit den Worten von Astrid Lindgren zu sprechen, wenn dann Kinder kommen, dann soll sie nicht denken, was für eine Schande, dass ich zu Hause bleiben muss. Es geht in dieser ganzen Diskussion ja um die ersten 3 Jahre. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Frau im Schnitt 84 Jahre alt wird, was sind diese 3 Jahre, die sie ihrem Kind schenken kann? Den meisten Frauen bleibt aber die Freiheit gar nicht, das selbst zu entscheiden, weil sie unter wirtschaftlichem, unter finanziellem Druck stehen, weil nämlich sowohl der deutsche als auch der Schweizer Staat, als auch der österreichische, die meisten europäischen
es den Frauen kaum möglich machen, weil das Geld nicht reicht. Mhm. Und auch die Gesetze dementsprechend immer familienfeindlicher erlassen werden. Viele Frauen überlegen sich, haushalte ich falsch mit dem Geld, was mache ich falsch? Nein, wir müssen heute zwei Gehälter haben, um mit Familie durchzukommen. Und ich sage einfach, aber es gibt, es gibt ja auch Frauen, die das wollen und Männer, die das wollen, dass beide, ob zu gleichen oder zu halben Teilen, wie auch immer, erwerbstätig und zu Hause sein können. Ja, freilich. Aber also erstens fragt kaum jemand die Kinder, was geschieht mit denen, wollen die das wirklich? Und zweitens gibt es eindeutige Umfragen in Deutschland immer wieder, bis zu 80% der Frauen würden gerne in den ersten 3 Jahren bei ihren Kindern zu Hause bleiben, wenn sie sich das finanziell leisten können. Und bei uns heißt es zum Beispiel, Krippenplätze bedeuten Wahlfreiheit. Das stimmt aber nicht. Wahlfreiheit heißt, wenn eine Frau, die lieber zu Hause bleiben würde in diesen ersten 3 Jahren, das Geld, was ein Krippenplatz kostet, über 1000 Euro sind das, bekommen würde, dann hat sie die Wahlfreiheit. Aber der Feminismus, sagen Sie auch, wäre ein Irrweg gewesen. Aber er hat uns auch, und darüber bin ich persönlich froh, die Wahl gegeben, will ich zu Hause bleiben oder will ich auch arbeiten gehen? Also ich mache doch nicht eine Ausbildung, um später nur, ich sag nur, zu Hause zu bleiben. Ja, ja. Das ist es immer, dieses nur. Die Wertschätzung, die gesellschaftliche Wertschätzung einer Frau rekrutiert sich heute meistens über den Lohnzettel und die Position. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe ja Freude am Arbeiten. Es gibt ja Frauen, die das gerne tun und die nicht ausschließlich sich der Kinder- und Familienarbeit widmen möchten. Sind das deshalb schlechte Mütter? Nein, ich frage mich nur immer, was die Kinder denken würden, wenn sie das schon verstehen könnten, dass die Mütter sagen, ich muss jetzt hier nur bei dir sein. Mhm. Als ob das was Schlimmes wäre. Mhm. Als ob es nichts Schönes hätte und nichts Erfüllendes hätte. Ich war selber lange Jahre Karrierefrau und ich war es gerne. Und bei mir hat ein Umdenken stattgefunden durch die Schwangerschaft und das ging dann immer weiter. Ich weiß ganz genau, was mit Frauen, wie Frauen fühlen, wie begeistert sie arbeiten und Karriere machen. Als ich nach der Geburt meines Kindes wieder arbeiten gegangen bin und meine Schwiegermutter, die zu Hause war bei dem Kleinen, mich irgendwann in der Redaktion anrief und sagte, du, es ist was Wunderbares passiert, der Kleine hat gerade seine ersten Schritte getan. Da habe ich geweint, da habe ich gedacht, so ein Mist, ich sitze jetzt hier in der Redaktion und sehe nicht, wie mein einziges Kind laufen lernt. Das kann ich ja irgendwo nachvollziehen, aber besteht denn nicht bei beiden, sowohl bei den Frauen, die arbeiten, als auch bei den Frauen, die ausschließlich zu Hause bleiben, ein Rechtfertigungsdruck? Also die Frauen, die arbeiten, müssen sich ja jetzt auch quasi rechtfertigen, weil sie das Gefühl haben oder ihnen gesagt wird, sie werden Rabenmütter, wenn sie arbeiten gehen. Ob sie es freiwillig tun oder ob sie es tun, um einfach auch Geld verdienen zu müssen. Nochmal, ich verurteile keine Frau, die arbeiten geht. Arbeiten ist übrigens auch zu Hause. Das ist auch Arbeiten. Erwerbstätig. Ja, genau. Ich mache es auch manchmal falsch. Ich denke trotzdem, dass wir darüber nachdenken müssen. Und ich rede ja auch deswegen immer wieder darüber, damit ein gesellschaftliches Bewusstsein darüber entsteht, dass Forderungen gestellt werden. Was macht denn heute eine junge Frau, die gerne ihre Ausbildung machen will, die aber auch heiraten möchte und die ein Kind haben möchte oder vielleicht sogar zwei, weil mit einem kommen wir ja gar nicht hin. Wir sterben ja auch alle definitiv aus hier in Europa, wenn wir nichts tun. Also was kann sie machen? Sie ist unter Druck. Der Mann ist ebenso unter Druck. Und ich möchte gerne, dass Forderungen von den Menschen gestellt werden, die sagen, wir wollen mehr Geld haben, dass wir diese 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr, 4 Jahre, je nachdem, bei unseren Kindern bleiben möchten. Vor allem möchten wir die Sicherheit haben, dass wir anschließend auch wieder in unseren Beruf rein können. Und wenn ich 10 Jahre bei meinem Kind bleibe, möchte ich, dass ich nicht anschließend zum alten Eisen gehöre. Aber ist das nicht ein bisschen utopisch und illusorisch? Ich meine, Nein. Wenn ich eine lange Ausbildung mache und dann anschließend gleich Kinder habe und dann 10 Jahre bei meinen Kindern bleibe, dann ist der Zug abgefahren, Frau Herrmann. Also wo soll ich dann noch einsteigen? Wer nimmt mich noch? Eben. Genau das ist das Problem. Eine Frau heutzutage wird im Durchschnitt 84 Jahre alt. Wenn sie 10 Jahre oder sogar 15 Jahre bei ihren Kindern zu Hause war und vielleicht mit 45 oder 50 wieder in den Job will, dann ist sie zu alt. Was macht sie denn dann die restlichen 30, 34, 35 Jahre? Vielleicht ja noch mehr. Wir müssen umdenken. Wir müssen das System